Vor langer Zeit ist bei uns in der Kirche ein grosses Lichtbild gehangen. Darauf sind Englisch ganz viele Wörter gestanden, wie Liebe, Hoffnung, Ewig, Retter. Es waren alles Wörter, die uns beschrieben haben, wer Gott ist und was unsere Gemeinschaft für einen Wert hat. Jedes Mal war das wie Balsam für mein Herz. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, die Wörter zu lesen und auszusprechen. Es hat mir so gut getan, dass ich gleich daraufhin für mich daheim genau so ein Bild gemacht habe. In den letzten Jahren ist der Trend immer mehr aufgekommen, dass man in seinen Wohnungen und Gärten Wörter und Sätze platziert. Auf Metallschilder, auf Holzschilder. In diesen Orten heisst es vielleicht Live, Love, Love. Oder Home, Sweet Home. Oder Lieblingsmensch. Oder Choose Hope. Es gibt jenste Schilder. Und ich bin überzeugt, ganz viele von euch haben auch so Schilder daheim. Worte, die wir aussprechen. Über uns, unser Leben und unsere Mitmenschen. Die haben eine Botschaft und die bewirken etwas. Wenn ich zum Beispiel einen Anlass, der noch gar nicht stattgefunden hat, schon im Vorhinein einfach schlecht rede, dann wird er mit grosser Wahrscheinlichkeit für mich schlussendlich auch schlecht sein. In der Bibel, in den Sprüchen, lesen wir ganz viel zu Wort und ihrer Wirkung und zu unserer Zunge. Sprüche 15,4 heisst: Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Eins haben all die Bilder gemeinsam. Die Worte, die draufstehen, transportieren in den meisten Fällen sehr eine positive Botschaft. Sie sind ermutigend und sie erfreuen das Herz. Und so soll es sein mit unseren Worten, die wir aussprechen. Über uns selber, über unsere Mitmenschen und über dem Leben. In den Psalmen steht: Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Das steht im Psalm 139, 17 bis 18. Ich will dir ermutigen, diesen guten Gedanken nachzugehen, die Gott über dir hat, und sie auszusprechen. Welche Worte sprichst du heute über dir, dein Leben und deine Mitmenschen aus?